Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Damen und Herren, Kaffeepause bei Heinrich Haas auf dem Frühlingsfest. Der Mann kommt gerade von einem Arbeitseinsatz bei seiner Tochter zurück. Du schaust eigentlich immer so gut aus, hat dir das schon mal jemand gesagt? Also ich kenne ja viele Schausteller, aber du bist schon im oberen Segment angesiedelt. Und wenn man sich das vorstellt, dass du das gerade vom Arbeiten kommst, Respekt, Respekt. Ja, mei, der eine kann, der andere nicht. Ne? Ich habe mir kennengelernt, irgendwann mal im Kaiserhof der Residenz. Da hat er gerade viel früher. Was? Noch viel früher. Wo war das gewesen? Kannst du dich nicht mehr daran erinnern, wo wir das Elektrogeschäft am Marienplatz gehabt haben? Am Ach, da mit diesen Lichterketten. Damals habe ich schon Lichterketten repariert, damit die Leute die haben nicht wegwerfen müssen. Okay, ja. Das war total gut, aber ich habe mich so an die alte Oma erinnert, die dann wirklich mit so einem Knäuel gekommen, das eigentlich an Christbaum hingehen hätte wollen. Jeder normale Mensch hätte das Ding in den Müll geschmissen, aber nein, die Oma ging zum Heini und hat sich das Teil wieder entwirren lassen. Da kam die Frau Sixt mit mehreren Waschkörben voll. Die Sixt? Und ich habe das repariert, ja. Aber wir haben das so drauf gehabt, dass wir das in ein paar Minuten konnten sie es wieder abholen. Wir haben ja keinen Platz im Geschäft gehabt. Wie bist du denn auf das überhaupt? Guck mal, wir kommen auf solche Geschäftsideen. Weil die Leute immer gesagt haben, mei, ich finde das nicht, warum das nicht geht. Und ich konnte doch nicht gleich wieder neue Ketten kaufen. Und damals, wie das aufgekommen ist mit diesen Miniaturkerzen, war das ja gar nicht so billig. Und dann habe ich mich eingerichtet, habe mir ein Reparaturbrett gemacht und sogar meine Töchter konnten das reparieren, wenn ich nicht da war. Und schnell. Bist du Elektriker oder wie bist du auf den Job gekommen? Nein, aber ich kann dir eine Lautsprecheranlage genauso bauen wie einen Verstärker oder ein Mischpult. Wo hast du das gelernt? Herr May, das bringt der Beruf so mit sich. Nein, das bringt der Beruf nicht so mit sich. Wo habe ich gelernt, alle Führerscheine zu haben? Ich kann alles fahren, was auf der Straße ist. In der Fahrschule? Da gibt es also Schulen dafür? Doch, ich weiß sogar zwei oder drei sofort an welchem Eck und wie die Fahrräder ausschauen. Aber ich spiele auch sieben Instrumente. Und durch den Tod von meinem Sohn vor drei Jahren ist das Orchester Hugo Strasser wieder zu mir zurückgekommen. Aber dirigieren du es noch nicht, oder? Nein. Ich habe da einen musikalischen Leiter. Mein Junge hat ja studiert. Ja. Der konnte das und dem hat man es auch abgekauft, aber mir würde man das nicht abkaufen. Dass du auf der Bühne stehst und ein Orchester dirigierst? Ja, mei. Doch. Ja, absolut. Absolut. Ich meine, Hugo Strasser war ein Kopf kleiner als du, aber... Ich manage das lieber im Hintergrund und bin auch immer dabei, aber der Bernhard Ulrich ist ein Top-Musiker, ein Top-Mann. Der hat sich sogar dieselbe Klarinette bauen lassen, wie der Hugo die hat, damit er denselben Ton hat. Ja, das ist... Absolut. Ja, aber ist das jetzt eine Freude oder ist es eher Belastung, wenn man dann praktisch so ein Orchester am Leben hält? Du musst dir vorstellen, der Hugo war zu uns ein sehr, sehr, sehr guter Freund. Und wir waren schon sehr gut befreundet. Da hat mein Junge noch nicht daran gedacht, dass er jemals Berufsmusiker werden könnte oder würde. Und mein Bub hat ja mit 15 Jahren Leberkrebs bekommen. Und dann habe ich ihn den Wunsch aufgelassen, weil ich nicht wusste, wie das ausgeht. Und die Prognosen lagen bei 6, 7 Monaten. Daraus haben wir als einzigste Familie jemals in der Medizingeschichte und weltweit 24 Jahre gemacht. Musik trägt. Musik ist ein ganz wichtiges Heilmittel. Ja, gell? Also, dann habe ich gesagt, du musst die Generationen von uns nicht weitermachen. Wenn du gern was anderes machen willst, dann hat er gesagt, ich wäre so gerne Berufsmusiker. Und er war ein sehr, sehr guter Musiker. Nur durch das, was er von mir gewusst hat schon. Wir haben ja nächtelang mit dem Hugo Musik gemacht. Der ist ja, wenn wir in Regensburg waren zum Beispiel, damals sind wir ja noch vom Anfang der Saison bis Ende der Saison durchgereist. Das machen wir ja heute nicht mehr. Meine Frau und ich machen ja nur noch das Frühlingsfest, das Oktoberfest und den Christkindlmarkt. Aber damals war das so, dass der Hugo angerufen hat, wo seid ihr gerade? Na, in Regensburg oder in Würzburg, Kiliani oder ganz egal wo. Der Hugo gesagt, die sollen Kaffee machen, ich bring Kuchen mit. Okay. Aber wo hast du den Kinder gelernt? Hast du sogar tanzen können, dass du mal irgendwann am Auffallen bist, am Parkett oder so? Nein. Meine Frau und ich, sag andersrum, mein Bruder und ich haben ja am gleichen Tag Geburtstag gehabt. Mein Junge ist an meinem 30. Geburtstag auf die Welt gekommen und waren musikalisch immer schon eng verbunden. Und ich habe ja als junger Mann auch viele Kapellen gehabt und spiele daher zwangsläufig auch viele Instrumente. Und irgendwann hat meine Frau uns zu einem Geburtstag mal eine CD-Aufnahme in einem Tonstudio geschenkt. Und das war beim Thomas Strasser, am Hugo, sein Sohn.
Achso, und da habt ihr euch kennengelernt. Und da haben wir den Hugo. Und von dort weg lief das eigentlich von alleine. Ja, ja, ja. Wenn der Hugo gekommen ist am Nachmittag, dann hat er seinen Kaffee noch nicht ausgetrunken. Das ist wirklich wahr. Dann hat er schon gesagt, warum hat er sein Keyboard noch nicht aufgebaut? Und wo ist dein Saxophon? Und besonders, was ihm so besonders an uns gefallen hat, war immer, dass wir dieselben alten Musikstücke im Kopf hatten wie er. Das Repertoire reicht furchtbar weit zurück. Und dann haben wir die ganze Nacht Musik gemacht. Und meistens waren die Schausteller ganz leise und haben die Stühle außen hingestellt am Wohnwagen, haben die ganze Nacht zugehört. Weil es ist immer morgens um 5 oder 6 Uhr geworden, bis er wieder heimgefahren ist. Okay. Wirklich wahr. Und wo war das gewesen? Das war mal in Regensburg, mal in Würzburg, mal war das in Hof. Da hat er immer besucht, ja, und ja, ich habe sein Orchester. Ja, ja. Bin ich total genial. Das ist praktisch für dich die Schaustellerei eigentlich nur schmückendes Beiwerk, oder? Nein, damit du dir dein Hobby leisten. Gib's doch zu. Nein, so ist das nicht. Oh, um Gottes Willen. Oh, nein, so ist das nicht. Nein. Ja, aber was meinst du jetzt? Du musst dir ja vorstellen, wir gehören ja zu einer der ältesten Schaustellerfamilien, die es überhaupt in Europa gibt. Die Familie, das sind die ersten Hasens. Die Familie geht zurück. Also der Ursprung der Familie ist in Ramstein in der Pfalz. Da kommt die Familie Haas eigentlich her. Und bei Ramstein in der Pfalz in alten Kirchenbüchern wird der Name Haas um 1520 mit Walter von der Vogelweide schon erwähnt. War lang vom 30-jährigen Krieg. Normalerweise Kirchenbücher, die werden dann erst so nach dem 30-jährigen Krieg im Stich. Ich habe gestern Abend in einem anderen Zusammenhang erzählt, mein Ururgroßvater. Ja. Kurz nach 1900, 1, 2, 3, war der hier in München am Oktoberfest schon mit einem doppelstöckigen Etagenkarussell. Mit einem Pferdekarussell mit zwei Stockwerken. Okay. Da waren auch oben Fesselballons, die dann während der Fahrt so rausgeschwenkt sind und wieder reingekommen sind. Da zu der Zeit schon. Das ist natürlich eine Geschichte, die in einer gewissen Art und Weise wahrscheinlich eine Verpflichtung ist, oder? Oder kannst du einfach so aufhören? Es gibt ja mittlerweile in unserer heutigen Umgebung, gerade also in Gastronomiegeschlechtern, so Söhne, die sagen, ihr könnt mir mit eurer Tradition am Buckel runterrutschen. Gell? Schau mal, ich bin heute 72 Jahre alt und baue den Biergarten noch auf und ab. Wie nix. Ja. Ich fahre alle Transporte mit der Zugmaschine selber. Wenn ich das so höre, manchmal Senioren und der ist zu alt, ich kann das nicht. Ich habe Kranführerschein hier, aber das, also, naja, jeder Mensch ist nicht gleich, das ist ganz klar. Aber so eine lange Tradition verpflichtet auch. Dann machen wir eine kleine Pause und dann wollen wir mal schauen, was der Haas sich zum Trinken einschenken. Das sitzt ja völlig ohne Getränk da am Tisch, das geht nicht. Also kleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder auf dem Frühlingsfest zusammen mit Heinrich Haas, ein Mensch, der nicht nur Musik gemacht hat, Biergärten aufbauen kann, seiner Tochter bei der Regulierung von fehlenden Beleuchtungsmöglichkeiten. Der Mittelmarkt in der Residenz ist auch meine Erfindung. Echt, hast du Erfindung? Ja, klar. Und jetzt hat er was erfunden, was mich sehr beeindruckt als Mensch, der mal Chemie studiert hat, nämlich wie schenkt man Bier aus ohne Kohlensäure? Weil das ist immer ein großes Problem. Das geht, aber da trinkst du jetzt erst einmal dran, dann sagst du mir, wie das schmeckt. Das ist jetzt nicht mit Kohlensäure. Also, riecht sehr hopfig, ist das aber kein Hels, das ist ein Pilz, oder? Pilzsorte, eine helle Pilzsorte. Sehr aromatisch. Das Bier ist jetzt so, wie es die Brauerei verlassen hat. Da wird kein CO2 mehr reingedrückt, um das Pilz nach vorne zu schieben. Nur noch Luft. Also und das CO2 wird ja praktisch dazu gebraucht, beim normalen Keks, um das aus dem Fass rauszupressen, oder? Richtig. Und wir schenken nur noch aus mit Luft. Ja, aber geht das so nicht weiter? Weil Luft oxidiert ja und... Nein. Die Luft kommt nicht mit dem Bier in Berührung. Ach, nicht? Im Tank. Das sind liegende Zigarrentanks, okay. Edelstahl, ja. Mit einem Schauglas, zwei Schaugläser und vorne eine Öffnung. Und da kommt jedes Mal, wenn das Bier neu befüllt wird, kommt ein Inlet, ein neues Inlet rein. Okay. Und dieses Inlet, das wird mit der Luft gedrückt. Und von außen kommt die Druckluft und drückt dieses Inlet zusammen. Und dadurch kommt das Bier nach vorne. Ja, aber die Technik muss man doch erst mal entwickeln. Wie hat denn das gebaut?
Die Technik gibt es eigentlich schon lange. Nur mobil gab es das nicht. Und die, die es vor mir für einige Biersorten schon mobil hatten, haben aber immer noch mit anderen Biersorten CO2-Gas gebraucht. Gaswarnanlage etc. und alles, was dazugehört. Das haben wir abgestellt. Wir brauchen keine Kohlensäure mehr. Jetzt meine Frage, wie viele Geschäfte oder wie viele verschiedene Geschäfte hattest du eigentlich in deiner Hochzeit? Weil bei dir habe ich immer so den Eindruck, es gibt eigentlich im Schaustellereibetrieb oder Geschäft nichts, was du noch nicht gemacht hast. Ja, ich habe schon Hochfahrgeschäfte im Deutschen Museum betrieben, 10 Jahre hintereinander. Im Innenhof des Deutschen Museums. Die Kugel, die damals hochgeschossen ist, war auch meine. Ich habe Kindergeschäfte betrieben. Ich habe ein Calypso gehabt. Ich habe Schießbuden gehabt, Spielgeschäfte gehabt, die Riesenpyramide auf der Wiesn gehabt. Ich habe schon Menge Geschäfte gehabt, ja. Das muss man sich immer dann erst bauen lassen, die Idee haben, oder? Ja, klar. Aber das ist ja das Los oder das Brot des Schaustellers, wenn du so willst. Die Innovation, was Neues, sich was Neues anfangen. Ja, aber das ist nicht einfach. Weil es langt ja nicht, wenn ich eine tolle Idee habe, die dann anschließend keiner befahren möchte. Sondern man muss ja auch praktisch dann sich ja irgendwo an irgendwas orientieren. Oder? Ja, wenn du so lange in dem Beruf bist wie ich, dann weißt du, wie das geht. Ja, klar. Jetzt nur unsere letzte Frage. Wohin geht jetzt das mit diesen Festivitäten wie hier im Frühlingsfest oder der Wiesn? Ist es nach wie vor dieses höher, schneller, weiter, lauter oder gibt es also, da wieder ein bisschen eine Rückbesinnung auf so Gemütlichkeit und Spaß? Ich denke mal, dass die Superlativen erreicht sind. Dass vielmehr noch höher, noch schneller, noch weiter wird es nicht mehr geben. Aber es wird in den einzelnen Sparten immer wieder Neuigkeiten geben, die es vorher nicht gegeben hat. Davon hat der Schausteller immer gelebt und wird er leben. Der erste Kinematograph, das erste Kino, das bewegte Bild war ein, war ein Schausteller aus England, der einen Kinematograph gebaut hat und die ersten bewegten Bilder auf den Festplätzen gezeigt hat. Ja, unser Kino beim Gabriel dort, das war doch auch eigentlich ein Schausteller auf der Wiesn gewesen, der dann weiß sogar Klaffis auf der Wiesn, als genau. Das erste Kino in München gebaut hat. Ja, das war der Straße. Ganz genau. Und dem Willi Kinzler, sein Urgroßvater oder Ururgroßvater, hat den ersten Kinematograph in Deutschland gehabt. Wo war der? Hier in München. Ja, wo auch sonst? Da hat die Firma Merkling sogar ein Modell davon gebaut, von dem Wagen und von der Dampfmaschine, die den gezogen hat. Also Sie sehen, Damen und Herren, es ist ganz wichtig, dass man, wenn man auf solche Festivitäten geht, nicht bloß hierher geht, um was weiß ich, selbst was Gutes zu tun, sondern man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass es im Bereich Unterhaltung, Freude, Fest und Feiern ganz viel Innovation drin steckt. Verstehen Sie? Es muss nicht immer die Schweißperle auf der Stirn stehen, dass es nach vorne geht, sondern es kann auch Spaß machen. Habe ich das richtig gesehen? Das ist richtig. Aber wir wollen ja gar nicht, dass die Leute so furchtbar viel drüber nachdenken. Die sollen kommen, sollen ihre Sorgen ausschalten und sollen bei uns einen schönen, gemütlichen Tag verleben. Was ist der Schlusswort? Steht auf. Also, Damen und Herren, Frühlingsfest. Genießen Sie, sehen Sie, staunen Sie. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wurde Ihnen präsentiert von M-Plakat.